irgendwie so unglaubwürdig. Also, dass nach 10 Jahren, dass ich halt den gleichen Hund einfach wiederbekomme. Und also in dem gleichen Zeitraum, wie ich suche, wie er wartet, das war so einfach wirklich so ein, ja, wie so ein gigantisches Gefühl in einem, das so fast explodieren möchte, aber es war so Vorfreude und Aufregung und Überraschung, es waren ganz viele Gefühle gemischt. Ich hatte so ein, wie gesagt, so ein Intuitionsgefühl, ich sollte nochmal in Erfurt gucken. Und dann habe ich halt im Tierheim Erfurt geguckt und habe das Bild gesehen. Und da dachte ich, bei der Nase und bei den Augen so, ich war so total, das könnte es jetzt sein, aber es wäre echt krass. War so wirklich so ein Gefühl wie, ja, das wäre schön, aber ist das möglich? So mäßig habe ich halt geguckt. Dann habe ich geschrieben, so ein bisschen erwartungsunlos oder so. Und dann hat sie geantwortet, ja, der kam als Hund dir zu uns. Und dann war es voll aufgeregt. Also als ich davon gehört habe, dass deine ehemalige Halterin von damals sich gemeldet hat, das war schon unglaublich. Also nach so einer langen Zeit, es war wirklich ein Gänsehautmoment, als wir gemerkt haben, ja, es ist der Hund, das haut alles hin, die Zeit, er hatte eine Leine drin. Und dass man wirklich dann auch noch bereit ist, diesen Hund, obwohl er schon so alt ist und auch ein paar Problemchen hat, dann trotzdem wieder zu sich zu holen. Also da waren wir alle wirklich glücklich und das ist ein Glückstreffer. Also das ist jetzt nichts Alltägliches für uns. Ja, also ich war im Urlaub, dann bin ich wiedergekommen, dann hat mein Papa gesagt, dass der Hund leider weggerannt ist. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, ihn zu finden. Und dann dachte ich, ich finde ihn. Und dann habe ich ihn nicht gefunden, da war ich richtig deprimiert. Ich war wirklich fertig. Ja. Eigentlich bin ich nicht traurig drüber. Ich bin eher glücklich, dass er halt jemanden hatte, dass die auf ihn aufgepasst haben. Und also jetzt, wie er zu mir ist und wie wir uns ergänzen, das gibt eigentlich viel zurück. Und ich merke einfach, dass er sich wohlfühlt. Und ja, einfach dieses Wiederfinden gibt schon die Zeit wieder, die man verloren hat.